heute mal eine kleine Deko fürs Bad für euch. Ein Fischernetz, das man sich ganz schnell selber machen kann. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Viel Spaß. Für unser Fischernetz haben wir uns gedacht, wir machen das nicht einfach nur so als reines Netz. Ich möchte das an solchen Holzstäbchen dran haben. Oder Holzstäben, sind ja schon keine Stäbchen mehr. Da könnt ihr euch jetzt entweder einen Ast, einen Zweig suchen oder wir haben jetzt hier so einen alten Besenstiel. Den haben wir uns einfach fast mittig durchgeschnitten. Kann man so gelten lassen. Und dann haben wir uns gedacht, entweder lässt man das jetzt so in Holzoptik. Der ist jetzt so ein bisschen grünlich, aber ich möchte die ganze Sache ein bisschen hellblau haben. Soll ja ein bisschen maritimer werden. Also streiche ich mir mein Holz erstmal in hellblau an. Als ersten Schritt, bevor ich da mit meinem Netz dran gehe. Meine Farbe ist dann jetzt getrocknet und dann können wir loslegen. Ich nehme jetzt hier so ein, ja, wie nennt sich das? Ist nicht weiß, sondern beige. Ja. Cremefarben, genau. So ein cremefarbenes Garn. Es gibt es aber noch in ganz vielen verschiedenen anderen Farbtönen. Ich habe ja noch dieses Grün und Pink, aber als Fischernetz wollte ich halt ein helles haben. Auf so einer Rolle sind immer 150 Meter drauf, das ist schon eine ganze Menge. Das nennt sich Makramee, Bastel, Web- und Häkelgarn. Ich verlinke euch natürlich, wo ihr das bekommen könnt. Und ihr habt mich letztes Mal gefragt, welche Stärke, das sind 3 mm, was ich mir ausgewählt habe. Das ist so ein gutes Mittelmaß für alle möglichen Sachen, die ich bis jetzt schon gemacht habe. Ich habe mir jetzt ungefähr immer 3 Meter abgemessen. Das soll gar nicht so ein riesengroßes Netz werden. Das soll ja bloß ein Dekonetz werden fürs Badezimmer. Also 3 Meter und das kommt dann immer also zur Hälfte gelegt. Wenn wir jetzt mal hier eins wegnehmen. Ja, das kriegst du nie wieder zusammen jetzt. Doch. Ich muss ja jedes einzelne jetzt da festknoten. Ach so. So, eins wegnehmen. Jetzt muss man sich das zur Mitte einmal halbieren. Braucht man also erstmal die beiden Enden. Komm mal her, hier. Ist an so einem kleinen Platz jetzt hier gar nicht so einfach. Wenn ihr euch das irgendwo hinhängt, irgendwo an die Wand, geht das alles ein bisschen einfacher. Aber draußen ist heute bei uns ganz doll windig, deswegen mache ich das hier drin. So, jetzt habe ich es zur Mitte einmal zusammengelegt und jetzt wird es hier einfach... Nimm doch den großen für oben und den bisschen kleineren für unten, oder? Das ist eigentlich völlig schmutz. Nee, sieht akkurater aus, wenn das oben ein bisschen größer ist. Und ja, kannst du mir glauben. Jetzt wird es hier einmal durchgezogen, ganz normaler Knoten, also das ist überhaupt nicht schwer. Und dann hat man die ersten beiden Fäden fest. So, und jetzt kommt es immer darauf an, wie breit oder ja, wie breit ihr euer Netz haben wollt. Wir haben jetzt hier ungefähr so 60 cm, würde ich mal schätzen. Und auf den 60 cm müsst ihr dann entscheiden, wie breit sollen eure Maschen werden. Ich habe jetzt einfach hier immer so gedacht, ach, das ist jetzt so ungefähr die Breite. Und dann habe ich das mal abgemessen, wie viel. Ich denke mal 7 Bänder werde ich da drauf kriegen. Und die knurte ich mir jetzt erstmal fest. Jetzt musst du aber dran denken, der obere Stab ist länger wie der untere, ja. Ja, dann werden unten die schmaler, ist doch egal. Ach so, das spielt keine Rolle. Nee, ist ja nicht steif. Du bist ja raffiniert eingefädelt. So, jetzt habe ich mir das zweite Band hier genommen. Mach mir hier das zweite ran. Das kann man nachher immer noch schieben. Also ihr müsst jetzt erstmal nur so festknöpern, dass ihr die verschiedenen Bänder jetzt erstmal habt. Das mache ich jetzt erstmal einmal bis rüber. Jetzt glaube ich nicht alle. Ja, damit man deine Schlaufe da noch mal sieht. Sicher, sicher. Meine Schlaufe. Ich habe jetzt meine 6 Bänder, 7 Bänder dran. Und jetzt kann man immer noch versuchen, die einigermaßen gleichmäßig hinzuschieben. Die sind ja nicht richtig doll fest. Und wenn ihr denkt, so jetzt ist das einigermaßen gut, dann kann man wieder anfangen. Nimmt man sich von jedem ein Band weg und fängt an zu knoten. Und wir machen jetzt auch hier bei dem Fischernetz ganz einfache Knoten. Und jetzt nehmen wir hier immer so ungefähr so breit, wie das da oben auseinander ist, suchen wir uns hier die Länge und machen hier einen ganz einfachen Knoten, eine Schlaufe und einmal durchziehen. Und so müssen wir das dann jetzt einmal rüber machen und immer ungefähr so dieses Maß haben. Hier bleibt jetzt das eine Band erstmal über.
In der nächsten Reihe wird es dann mitverarbeitet. Wir wollen ja hier auch einen Abschluss haben. Jetzt nehmen wir uns vom nächsten. Ist, wenn es hängt, alles ein bisschen einfacher. Im Sitzen sind die Bänder immer ein bisschen alle im Weg. So, jetzt muss man hier die nächsten wieder nehmen. Kommt hier wieder eine Schlaufe und ein Knoten. Und so geht es dann jetzt immer hin und her, theoretisch wie beim Teppichweben. Wir machen jetzt halt bloß einfache Knoten. Aber der Effekt ist gut. Der Effekt ist super. Hm? Also immer wieder eins hier wegnehmen. Hier ist ja eins über. Eins wegnehmen, eins rüber. Schlaufe legen, durchziehen. Das geht auch ganz, ganz schnell. Das ist wirklich eine ganz schnelle Sache. Und bestimmt eine wunderschöne Deko. Ganz tolle Deko, denke ich mal auch. Ich habe jetzt einmal die Knoten rüber und jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier das über. Das soll ja nicht überbleiben, kann auch nicht überbleiben. Wir machen jetzt die zweite Reihe. Da brauchen wir jetzt auch wieder ungefähr so diese 10 cm. Jetzt brauchen wir hier auch wieder einen Knoten. Und jetzt wird das mitverarbeitet. Jetzt machen wir hier bei den beiden einen Knoten rein. Und dann haben wir richtig schönen Abschluss an der Seite. Ist jetzt nur eine Besonderheit, weil wir das gerade machen und nicht rund. Sonst geht es ja immer auf mit den zwei Bändern und zwei Knoten. So, jetzt haben wir hier einen geraden Abschluss. Und jetzt nehmen wir hier wieder von dem eins weg, machen hier den nächsten Knoten. Und so müssen wir es jetzt auch wieder einmal rüber machen. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Pipi einfach, wenn man weiß, wie es geht. Mhm. Nicht schlecht. Wieder die nächste. Und selbst wenn man nicht ganz perfekt genau die Größe ist, also das fällt nachher nicht auf, das Netz hängt nachher. Selbst wenn er gerade hinhängt, also kann man nicht vorstellen, dass ja doch Fischernetze sehen immer ganz perfekt aus, ja, aber. Sind doch maschinell gemacht. Denke mal. Aber es geht, wie gesagt, ihr seht, das geht ganz einfach und schnell. Das dauert jetzt gar nicht lange. Und wenn du möchtest, kannst du auch kleinere Maschen machen, ja? Du könntest jetzt, natürlich, das ist jetzt immer wie du möchtest, aber dann brauchst du mehr von diesen Bändern, weil du dann enger zusammenschieben musst. Das muss man sich jetzt ausprobieren, wie groß man das gerne haben möchte. Ich habe mir jetzt überlegt, bei den 10 cm ist immer eine gute Größe bei dem Teil, was ich jetzt hier habe. Das ist halt alles Überlegungs- und ein bisschen rechnen. Hier ist dann jetzt wieder der Rand. Also hier wird der jetzt wieder verarbeitet. Wir nehmen jetzt wieder ungefähr so das Maß. Dann werden hier wieder Schlaufe, Knoten. Das ist immer wieder das Gleiche. Und dann hat man auch da den Abschluss wieder. Den Knoten kann man sich auch immer noch ein bisschen so hinschieben, wie man den braucht. So, zweite Reihe fertig. Wenn ihr euch die ganze Sache irgendwo an der Wand hängt, habt ihr überhaupt keine Probleme, die Knoten bis nach unten zu machen. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwo am Tisch sitzt, dann wird das hier oben immer länger und hier unten wird zwar kürzer, aber ihr wisst da oben nicht wohin. Also rolle ich mir das einfach immer so Stückchen für Stückchen auf, kann es wieder ein Stück hochschieben und kann weiter knoten. Also geht eigentlich ganz einfach, wenn man weiß. Das hätte ja von mir kommen können. Das hätte von dir kommen können. Ich komme dann jetzt langsam zur letzten Reihe. Meine Bänder sind hier langsam zu Ende. Und ihr könnt euch selber ausrechnen, wie viel Knoten ihr machen müsst. Wenn ihr 1,50 Meter Länge habt, alle 10 cm ungefähr einen Knoten macht, habt ihr 15 Reihen Knoten. Also ich glaube, ich habe jetzt 12 oder 13, weil meine Knoten, also meine Abstände mal ein bisschen größer sind als 10 cm. Ich mache mir jetzt hier noch eine Reihe und dann habe ich hier unten noch Platz, um den anderen Stab festzubinden. Also letzte Reihe. Ging jetzt ganz schnell, ich weiß jetzt gar nicht, eine halbe Stunde vielleicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Nee, ich auch nicht. Also geht jedenfalls relativ schnell. Ich habe nur zwei Zigaretten zwischendurch rauchen können. Du hast halt immer gut Käffchen, Zigaretten, während ich hier schufte. Ja, eine Zigarette 10 Minuten. Naja, war früher mal so, heute sind die ja nicht mehr so die Zigaretten. So, und jetzt habe ich hier meine letzten Stückchen vom Band.
Und damit muss ich jetzt hier unten das Ende machen und da macht man sich jetzt einfach einen Doppelknoten. Da habe ich jetzt auch eine ganze Weile hin und her probiert. Auf die einfachsten Sachen kommt man immer nicht. Einfach so einen Doppelknoten und fertig ist. Natürlich schön, wenn die Knoten, wenn die Bänder alle gleich lang sind, ist aber leider nicht. Kannst du abschneiden? Ja, die schneide ich dann nachher ab. Also überall hier unten jetzt erstmal so ein Doppelknoten an. Sieht man nicht, dass die Hand vor. Immer durchziehen. Da meine Hand wegnehmen muss, ist das noch schwieriger. Und noch einen Knoten. Einfach so ein Doppelknoten. Muss ja nur tragen, ist ja bloß zur Deko. Na. Und nachher hängt das unten schief. Ja, nein, das hängst du sowieso nicht so ganz gerade so hin. Ach so. Ist ja mehr Deko. Eine Schlaufe und dann ein paar Knoten. Hier unten habe ich mir jetzt einfach die Knoten ein bisschen abgeschnitten. Ein bisschen lasse ich immer noch mit dran. Kann ruhig geknotet aussehen. Und dann hat man sein Fischernetz. Das ist eigentlich ganz schön lang. Ja, brauchst du ja. Und wofür? Weil wir angeln wollen. Aber als Deko halt. Das ist jetzt ungefähr 1,50 dann lang. Das ist eine schöne. Kriegt man ja nicht alle hier drauf. Nee. Wäre jetzt schon mal das Fischernetz. Die Kamera kriegt man es auch nicht. Müssen wir nachher mal sehen, was hängt. Wenn man sich das Netz jetzt noch ein bisschen dekorieren will, braucht man noch ein bisschen was, was man reinmacht. Und dafür hatte ich mir jetzt einfach ein paar solche Seesterne gegossen. Das zeigen wir euch in einem anderen Video. Ich habe mir noch solche Seepferdchen gegossen. Die kann man sich dann da irgendwo mit rankleben. Und ich hatte mir irgendwann mal solche, ja, wie nennt sich das immer, Deko-Floristik bei Ideen mit Herz gekauft und habe mir gedacht, diese Teile, die sehen jetzt auch fast aus wie Wasserpflanzen. Da kann man sich auch ab und zu mal so ein Teil hier irgendwo mit dran kleben. Sieht so aus, als wenn ein Stück Wasserpflanze abgerissen ist. Auch diese Gräser hier kann man sich ab und zu mal so ein Teil mit hinmachen. Ich werde mir jetzt erstmal mein Netz ein bisschen dekorieren. Und so kann das Ganze dann dekoriert aussehen. Wir haben das jetzt einfach mit ganz kräftigen Klebestreifen festgeklebt. Das ist dieses hier von Uhu, Doppelklebeband, transparent und hält bis 75 Kilo. Also das hält diese Stückchen, die wir da haben, das hält das Netz und auch alles, was wir rangeklebt haben, weil ich das ja mit Resin gegossen habe, ist es nicht so schwer, da hält es das. Also ich finde es eine coole Deko für ein Badezimmer. Ihr könnt die Maschen natürlich auch viel kleiner machen. Ich muss das jetzt erstmal ausprobieren, aber für mich reicht das eigentlich so als Deko aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das ganz einfach.